Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Judith Rakers. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, Ihnen die Tagesthemen präsentieren zu können. Und darüber freuen wir uns auch. Schönen guten Abend auch von mir. Mit jedem weiteren Tag, der vergeht, mit jedem weiteren Vorstoß der israelischen Bodentruppen in den Gazastreifen, stellt sich zugleich auch immer die Frage, was das für die Geiseln bedeutet, die die Terroristen der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober verschleppt haben. Das Bild dieser jungen Frau ging rasend schnell um die Welt, die 22-jährige Deutsch-Israelin Shani Luk. Sie hat auf einem Festival nahe der Grenze zum Gazastreifen gefeiert, als die Terroristen kamen. Mehr als 3 Wochen hat Shanis Familie um sie gebangt. Heute nun die traurige Nachricht von den israelischen Behörden. Shani ist nicht mehr am Leben, möglicherweise schon seit dem 7. Oktober nicht mehr. Das Auswärtige Amt bestätigte zudem den Tod einer weiteren Person mit deutscher Staatsangehörigkeit, ohne konkreter zu werden. Die Angst um die anderen Geiseln, sie wächst. Ein Zustand kaum auszuhalten für die Angehörigen. Hanna Resch. Jede Sekunde kann Jonathan eine furchtbare Nachricht bekommen. Eine, die auch den Tod seiner Mutter bedeuten könnte. Sie ist eine von mehr als 230 Geiseln, die von der Hamas und anderen Terrororganisationen in Gaza gehalten werden. Ich habe es satt. Die Unfähigkeit, das Ganze zu lösen, schockiert mich. Jonathan hat kein Vertrauen, dass die Regierung alles Notwendige tut, um die Geiseln zu befreien. Trotzdem macht er sich jetzt auf den Weg zu einem Treffen mit Außenminister Eli Cohen. Will zumindest versuchen, die Politik zum Handeln zu bewegen. Ich versuche, Hoffnung zu bewahren. Es ist schwer, weil so viel Zeit vergeht. Während sich Jonathan auf den Weg macht, setzt Gershon Baskin alles daran, dass die Geiseln freikommen. Er hat schon mal eine prominente Rolle bei einer Geiselverhandlung vor vielen Jahren gespielt. Jetzt ist er an inoffiziellen Verhandlungen beteiligt und auch in Kontakt mit Jonathan. Viele Geiselangehörige haben mich angerufen. Sie wollen ermutigende Worte von mir hören. Baskin versichert Jonathan, dass die Geiseln mit hoher Wahrscheinlichkeit gut behandelt werden. Ein wenig Trost, aber ständig begleitet Jonathan die Angst. Am Morgen hat auch er die Nachricht erhalten, dass eine der Geiseln, die deutsche Staatsbürgerin Shani Luk, tot ist. Sie wurde von einem Musikfestival entführt. Nun teilte das israelische Außenministerium Shanis Familie ihren Tod mit. Es wurden einige Tote identifiziert heute Morgen. Es fühlt sich an, als würde es näher kommen, als wäre ich der Nächste, meine Mutter die Nächste. In einer Stunde beginnt das Treffen mit Außenminister Eli Cohen. Jonathan kontrolliert ständig seine Nachrichten. Dann plötzlich: Hamas hat ein Video von 3 Geiseln veröffentlicht. Jonathan hat sofort Hoffnung. Ist seine Mutter mit dabei? Die Geiseln flehen, zurückzukommen. Ich kenne sie nicht. Aber es ist sehr heftig. Sie spricht Netanyahu an und wirft ihm vor, verantwortlich zu sein, und sagt, dass Hamas zu Deals bereit ist, aber Netanyahu nicht. Ein harter Vorwurf gegen den Premierminister. Israels Regierung dementiert die Vorwürfe im Video, weist sie als Propaganda zurück. Viele Angehörige bitten die Regierung seit Wochen, mit der Bodeninvasion zu warten, bis die Geiseln befreit sind. Mittlerweile befinden sich aber schon seit 3 Tagen Truppen in Gaza. Auch heute wieder bombardiert das israelische Militär nach eigenen Angaben mehr als 600 Ziele. Die Zeit läuft ab. Wenn die gesamte israelische Armee mit ihrer Artillerie und Infanterie und Spezialkräften reingeht, schließt sich das Fenster für Verhandlungen. Mit wenig Hoffnung geht Jonathan in die Konferenz. 2 Stunden lang. Am Ende ist er voller Enttäuschung.
Eine neue Perspektive für die Befreiung seiner Mutter gibt es für ihn nicht. Israels Truppen im Norden des Gazastreifens. Ja, und was machen diejenigen Palästinenser, die weiter dort oben bleiben, dort, wo sie wohnen, obwohl Israel mehrmals gewarnt und zur Flucht in den Süden aufgefordert hatte? Doch auch da schlagen Bomben ein. Der Kampf gegen den Terror bedeutet Zerstörung und Leid. Und weiter gibt es viel zu wenig Hilfslieferungen. Leonie Timm. Die Straßen vor dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Tausende suchen hier Schutz, hoffen, dass sie die Luftangriffe des israelischen Militärs hier nicht treffen. Nicht in den Süden des Gazastreifens zu fliehen, wie von Israel empfohlen, für viele eine bewusste Entscheidung. Al-Shifa ist der beste und sicherste Ort für uns. Deshalb sind wir hierher gekommen. Sollten die Israelis Al-Shifa angreifen, inzwischen ist das für uns normal. Die Drohungen machen uns keine Angst. Sollen sie so viele Luftangriffe machen, wie sie wollen. Am Ende sind wir alle Märtyrer. Sie können uns töten, tun, was sie wollen, aber wir gehen hier nicht weg. Die Israelis wollen uns vertreiben, aber sie sind diejenigen, die gehen sollten. Sie sind zu uns gekommen. Das israelische Militär allerdings vermutet eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas unter dem Krankenhaus. Inzwischen gehen die Luftangriffe weiter. Es seien mehr als 8.300 Menschen in Gaza gestorben. Das meldet das Gesundheitsministerium, das unter der Kontrolle der Hamas steht. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Süden des Gazastreifens. Mahmoud Ismail Ali Atemnem ist hierher geflohen, in ein Flüchtlingslager mit seiner Familie. 16 sind sie insgesamt. Es gibt kaum Essen und Trinken. Alle 3 Tage bringen sie etwas Brot. Sieh dir an, wie viele Familien es hier gibt, wie viele Kinder. Sogar das Wasser wird hier alle 2 bis 3 Stunden abgestellt. Sie bringen zwar Wasser, aber es reicht nicht für alle. Am Abend kommen weitere Hilfslieferungen über die ägyptische Grenze nach Khan Yunis im Süden von Gaza. Auch die Helfer sagen, es sei weit weniger, als tatsächlich gebraucht werde. Dann sprechen wir über die Situation in Gaza mit Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Jan-Christoph, wir haben gerade im Beitrag gesehen, dass sich viele Menschen rund um das Krankenhaus niedergelassen haben und sagen, wir gehen hier nicht weg. Wie geht das israelische Militär mit dieser hochproblematischen Situation um? Das ist ein echtes Dilemma, das muss man so sagen. Also das Ziel der israelischen Militärs ist es ja, die Strukturen der Hamas zu zerschlagen. Es gibt offenbar israelische Geheimdiensterkenntnisse, dass diese Strukturen sich eben auch unter Krankenhäusern befinden. Und dort sind eben Menschen, die sich dort versuchen, in Schutz zu bringen. Es gab heute Meldungen, dass allein im Norden, in den Krankenhäusern des Nordens des Gazastreifens, fast 120.000 Menschen Schutz suchen. Und diese Menschen sind jetzt natürlich in akuter Gefahr, je weiter die Bodenoffensive fortschreitet. Das ist ein Dilemma für die israelischen Truppen, denn die wollen angreifen. Und werden angreifen. Sie haben mehrfach die Menschen dort aufgefordert, sich in den verhältnismäßig sichereren Süden des Gazastreifens zu bringen. Aber sie bleiben da und das bedeutet, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere zivile Opfer erleben. Jan-Christoph, der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat heute gesagt, durch die Bodeneinsätze ergeben sich auch Möglichkeiten, Geiseln zu befreien. Ist das nicht vielmehr eine Gefahr für die Geiseln? Es gab heute 2 Bilder, die den Tag geprägt haben. Das eine Bild war eine befreite israelische Soldatin, die in der Nacht wohl freigekommen ist beim Einsatz der Bodentruppen. Das wurde als Zeichen gesehen, dass es gelingt, Geiseln mit dem Bodeneinsatz, mit dem Einsatz von Bodentruppen freizubekommen. Das andere Bild waren eben 3 von der Hamas vorgeführte Geiseln, die eben auch sich geäußert haben, wo man nicht weiß, waren sie unter Druck gesetzt oder nicht. Also die Linie der israelischen Regierung ist, man muss Druck auf die Hamas ausüben, damit die Geiseln befreit werden können. Und das soll auch mit Hilfe der Bodenoffensive passieren. Angehörige der Geiseln haben große Zweifel, dass das gelingt, denn die Bodenoffensive ist gefährlich. Jan-Christoph Kitzler, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank nach Tel Aviv. Dieser Krieg und der Kampf Israels gegen den Terror der Hamas ist nicht nur für Jüdinnen und Juden im Nahen Osten lebensgefährlich. Weltweit mehren sich die Nachrichten über Anfeindungen und Übergriffe. Was gestern auf einem Flughafen der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus in der Stadt Machatschkala geschah, das glich allerdings einem Pogrom. Eine Menschenmenge stürmte den Flughafen und dann das Rollfeld, nachdem eine Maschine aus Tel Aviv dort gelandet war. Beobachter sprachen von Jagdszenen. Der Kreml machte heute die Ukraine für den Vorfall verantwortlich. Die wolle Russland so destabilisieren. Olaf Bock. Erschreckende Bilder aus dem dagestanischen Machatschkala.
Aufgeheizt durch Aufrufe in sozialen Netzwerken stürmt ein antisemitischer Mob von mehreren hundert Menschen auf der Suche nach jüdischen Passagieren den Flughafen. Dabei rufen sie antisemitische Beschimpfungen und Allahu Akbar, Gott ist groß. Auf dem Flugfeld war gestern Abend ein Evakuierungsflug aus Tel Aviv gelandet, der von dort aus nach Moskau weiterfliegen sollte. Offensichtlich gelangte keiner der Angreifer an Bord. Islamische Führer Dagestans zeigen sich vermittelnd, aber mit Verständnis. Wir werden versuchen, die Sache mit den ankommenden Flugzeugen aus Israel anders zu lösen. Aber nicht mit Emotionen, nicht mit Protesten, aber in einer angebrachten Art und Weise. Ein antijüdisches Pogrom, das der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz mit Schrecken beobachtete. Ich war natürlich sehr besorgt, aber ich war nicht erstaunt. Ich sehe, was sich jetzt in Russland abtut. Eben letzte Woche, als die russische Regierung eine hohe Delegation von Hamas in Moskau empfangen hat. Die Terrortaten der militanten Hamas wurden von Russland nie namentlich verurteilt. Antisemitische Einstellungen in Dagestan mobilisieren sie Menschen zur Gewalt. Mit seinen etwas über 3 Millionen Einwohnern ist sie eine der ärmsten russischen Teilrepubliken und zu etwa 96% von Muslimen bewohnt. In den 1990er und 2000er Jahren galt sie als eine Brutstätte des islamistischen Terrors. Die russische Regierung beschuldigte am Abend Kiew hinter den Ausschreitungen zu stecken. Die Ereignisse der vergangenen Nacht in Machatschkala wurden, auch über soziale Netzwerke, nicht zuletzt vom ukrainischen Territorium aus von Agenten westlicher Geheimdienste angeregt. Der Flughafen Machatschkala ist aus Sicherheitsgründen jetzt bis zum 6. November geschlossen. Es gibt keine weiteren Evakuierungsflüge aus Israel. Man hat gleichzeitig versucht, diesen Vorfall auch irgendwie herunterzuspielen in den Staatsmedien. Und ich würde vermuten, dass wir doch jetzt größere Repressionen auch im Nordkaukasus sehen, damit sich solche Vorfälle wie gestern nicht nochmal wiederholen. Aus dem benachbarten Tschetschenien kam heute schon die Ankündigung, solche Aktionen hart zu unterdrücken. Im großen Stil abschieben will Kanzler Scholz, hat er gesagt. Das weckt natürlich Erwartungen. Nur, ob die sich auch erfüllen lassen? Mit dem sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetz, das vergangene Woche erstmal im Bundeskabinett beschlossen wurde, wird es wohl alleine nicht klappen. Manche halten die Maßnahmen gar für Symbolpolitik. Zusätzlich sollen Migrationsabkommen mit Ländern geschlossen werden, die ebenfalls die Rückführungen erleichtern sollen. Auch deswegen ist Innenministerin Nancy Faeser heute in Marokko zu Gast. Dabei beträgt der prozentuale Anteil der Marokkaner, die in diesem Jahr einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben, gerade mal 0,5%. Es muss also weitere Gründe geben, warum ein Abkommen mit dem nordafrikanischen Land erstrebenswert ist. Sebastian Kisters. Die Meerenge von Gibraltar. Es sind nur 14 Kilometer, die Europa hier an der engsten Stelle von Afrika trennen. Links im Bild Spanien, rechts Marokko. 300 Kilometer von der Meerenge entfernt am Atlantik, Casablanca. Manche bezeichnen die Stadt als Wartesaal nach Europa. Flüchtende sammeln hier Kraft und Geld und Mut, ehe sie versuchen, es irgendwie nach Europa zu schaffen, wie diese jungen Männer aus Mali. Ich habe mein Land verlassen, weil es dort Krieg gibt. Wir sind sehr, sehr, sehr erschöpft. Man kann nicht schlafen und findet wegen des Krieges kein Essen. Aus diesem Grund habe ich mein Land verlassen. Zu Fuß, erzählen uns manche, sind sie hunderte Kilometer nach Casablanca gelaufen. Und jetzt? Ich bin nach Marokko gegangen, Schritt für Schritt. Und will jetzt nach Europa, so Gott will. Zu Fuß geht es weiter nach Ceuta oder Melilla, wenn ich einen Weg finde, irgendwie nach Europa. Ceuta oder wie hier Melilla sind kleine spanische Exklaven im Norden Marokkos. Die Hoffnung der Jungs aus Mali ist, von hier über gut bewachte Zäune auf europäischen Boden zu schaffen. Oder per Boot übers Mittelmeer, irgendwo an der Meerenge von Gibraltar. Doch marokkanischer Grenzschutz, mitfinanziert von der EU, hindert Flüchtende mitunter brutal daran, nach Europa zu gelangen. Heute nun reist die Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach Marokko. Mit ihrem marokkanischen Amtskollegen vereinbart sie mehr Zusammenarbeit.
bei der Terrorbekämpfung etwa und im Kampf gegen Schleuser. Doch die Stimmung in Marokko ist so. Selbst wenn es Flüchtenden von Marokko aus gelingt, Europa zu erreichen, das Königreich südlich der Meerenge von Gibraltar will sie nicht zurücknehmen. Deutschland hofft, Marokkaner ohne Papiere zurückschicken zu können, das kann man verstehen. Aber nicht, dass wir Ausländer, die aus anderen sicheren Ländern kommen, zurücknehmen. Dies würde dazu führen, dass Marokko niemals ein Partner auf Augenhöhe wäre, sondern ein Subunternehmer für Europas Sicherheit. Und das können wir nicht akzeptieren. Faeser wirbt damit, jungen marokkanischen Fachkräften eine legale Einwanderung zu ermöglichen, wenn Marokko hilft, Irreguläre zu verhindern. Doch ihre Gesprächspartner machen heute klar, Ingenieure, Ärztinnen, die brauchen sie hier selbst. Ein schwieriger Besuch. Tja, was kann sich bei der Migration durch ein Abkommen wirklich ändern? Darüber habe ich am Abend mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Rabat gesprochen. Guten Abend, Frau Faeser. Guten Abend, Frau Wellmer, und herzlichen Glückwunsch zur ersten Sendung. Dankeschön. Es gibt schon seit 25 Jahren ein Rückführungsabkommen mit Marokko, das aber so gut wie gar nicht funktioniert. Warum sollte sich denn Marokko jetzt darauf einlassen? Ja, leider ist es so, dass durch die Corona-Zeit und dann auch in der Folge dessen dort es nicht mehr funktioniert hat, unser Rückführungsabkommen. Deswegen ist es jetzt auch an der Zeit, neue Abkommen zu schließen, aber ganzheitliche Abkommen, Migrationsabkommen, die auf Augenhöhe zwischen Deutschland und Marokko stattfinden. Wir haben mit unserem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz Perspektiven zu bieten und deswegen sind wir unter anderem jetzt gerade in Marokko. Es geht aber auch um eine vertiefte Zusammenarbeit in der Sicherheitspartnerschaft. Es ist jetzt die Frage, ob nur die Pandemie der einzige Grund ist. Ich erinnere mich an 2016, als Thomas de Maizière als Innenminister in Rabat stand, genau das gleiche Anliegen hatte und seitdem ist auch nicht so viel passiert. Aber Frau Faeser, die Abschiebungen zurück nach Marokko sind das eine. Andererseits braucht ja auch Deutschland, Sie haben es gerade angesprochen, Fachkräfte aus Marokko. Aber warum sollte Marokko ein Interesse daran haben, ausgerechnet die jungen, gut ausgebildeten Leute gehen zu lassen? Die brauchen ja selbst Ärzte, Ingenieure. Das ist richtig. Verschiedene Berufe werden hier auch sehr stark benötigt, andere nicht so sehr. Und für die können wir eine Perspektive bieten. Wie gesagt, ich habe heute eine Absichtserklärung mit dem marokkanischen Innenminister unterzeichnet, wo es unter anderem um Migration ging, also auch um Sicherheitspartnerschaft, um eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung zum Beispiel von Drogenkriminalität, Schleuserkriminalität, auch ein sehr wichtiges Anliegen von mir. Auch das vertiefe ich hier. Und ich hatte heute schon den Eindruck, dass diese Partnerschaft neu auflebt und dass auch ein gegenseitiges Verständnis für die Sorgen da ist. Und deswegen bin ich schon zuversichtlich, dass wir mit diesem Besuch und mit folgenden Besuchen auch vom Beauftragten für Migrationsabkommen, Herrn Dr. Stamp, der jetzt mit dabei ist und demnächst auch nochmal mit der Fachebene hierher reisen wird, etwas bewirken wird. Nun fordert die Union ja schon länger, Marokko und Algerien als sichere Herkunftsländer anzuerkennen. Die SPD ist dagegen. Warum eigentlich? Die Schutzquote für Marokkaner, die in Deutschland Asyl beantragt haben, liegt gerade mal bei 4,7%, also extrem niedrig. Also für mich war das nie ein Ausschluss, aber Sie müssen ja mal sehen, was ist denn wirksam? Ist es wirklich wirksam und sinnvoll, hier mit sicheren Herkunftsstaaten zu arbeiten oder macht es nicht mehr Sinn, über ein Migrationsabkommen zu reden? Wir glauben, dass das hier die sinnvollere Lösung ist, auf Augenhöhe zu verhandeln, ein Abkommen über Drittstaaten, über sichere Drittstaaten, wie wir sie gerade mit Moldau und Georgien abschließen, macht dort sehr viel Sinn, weil es dort auch einen großen Willen gibt, dies zu tun und sogar danach verlangt wurde. Insofern ist das eine andere Voraussetzung, als wir sie hier haben. Und die Quote ist noch geringer, die Schutzquote in Moldawien und Georgien. Insofern muss man immer danach gucken, was ist das geeignete Instrumentarium. Wir glauben, dass man über Migrationsabkommen, die auf Augenhöhe passieren, mehr erreichen kann. Dann sind ja gar nicht so viele Marokkaner, die aktuell ausreisepflichtig und ohne Duldung sind. Das sind etwa in Deutschland gerade 900. Aber über Marokko kommen sehr viele andere Flüchtlinge, haben wir auch gerade im Beitrag gesehen. Wie wollen Sie erreichen, dass die gar nicht erst zu uns kommen? Also vollziehbar ausreisepflichtig sind über 3.000 in Deutschland aus Marokko im Moment. Und uns geht es jetzt erstmal darum, dass wir mit Marokko zum großen Teil eine mit bessere Zusammenarbeit bekommen.
Ja, genau. Das ist ja aber generell der Fall, dass die meisten der Ausreisepflichtigen einen Duldungsstatus über die Länder in Deutschland haben. Deswegen ist es auch immer schwierig mit den Zahlen, die da immer wieder kursieren. Da haben Sie vollkommen recht. Für uns ist wichtig, dass wir an frühere Zeiten wieder anknüpfen, mit Marokko eine Zusammenarbeit in vielen Bereichen ja wieder neu aufzulegen. Es geht ja nicht nur um die Migration. Es geht ja auch um eine verstärkte Sicherheitspartnerschaft. Es geht um die gemeinsame Bekämpfung von Drogenkriminalität. Es geht um die gemeinsame Bekämpfung von Schleuserkriminalität, die eine sehr wichtige Rolle spielt. Auch übrigens in der Frage, die Sie gerade angesprochen haben, über Menschen, die über Marokko nach Deutschland kommen. Und da haben wir natürlich beide, sowohl Marokko als auch Deutschland, Interesse, diese widerlichen Verbrechen der Schleuser, die mit dem Schicksal der Menschen so übel mitspielen, auch gegen die etwas vornehmen zu können. Das ist ja ein hochsensibles Thema, wenn wir sehen, dass das innerhalb Europas manchmal sogar nicht mal mit Italien klappt. Der Kanzler ist heute in ähnlicher Mission unterwegs in Nigeria. Er hat ja angekündigt, im großen Stil abschieben zu wollen. Bei Ihnen klingt das jetzt eher ein bisschen zurückhaltender, nach weniger und vielleicht auch langsamer. Wecken Sie womöglich Erwartungen, die Sie nicht erfüllen können? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja letzte Woche dieses Gesetzgebungspaket mit mehr Abschiebungen, mit erleichterten Rückführungen auf den Weg gebracht. Insofern hat der Bundeskanzler recht, wenn er das sagt. Natürlich ist es ein Teil. Es ist unser aller Ziel ist ja, dass wir in der Migration, irreguläre Migration begrenzen. Und dazu braucht es eine Vielfalt von Maßnahmen. Es geht eben nicht mit der einen Lösung, das sagt auch niemand im demokratischen Prozess gerade, sondern eine Vielzahl von Maßnahmen. Und dazu gehören eben Migrationsabkommen, dazu gehören vermehrte Rückführungen, dazu gehören auch verbesserte und erleichterte Abschiebungen. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön an die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ich danke Ihnen. So, und mehr Nachrichten von heute. Jetzt mit dir, Judith. Bundeskanzler Scholz hat bei einem Besuch in Nigeria für eine engere Partnerschaft geworben, um Migration aus dem Land besser zu steuern. Scholz sprach sich dafür aus, sogenannte Migrationszentren weiter auszubauen. In ihnen wird über legale Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland informiert. Zugleich sollen Menschen, die in Deutschland kein Bleiberecht haben, bei ihrer Rückkehr unterstützt werden. Weiteres Thema seines Besuchs war eine mögliche Zusammenarbeit bei der Produktion von Wasserstoff. Der bayerische AfD-Politiker Halemba ist heute vorübergehend festgenommen worden. Zuvor wurde er tagelang per Haftbefehl gesucht. Bereits seit mehreren Wochen wird gegen ihn unter anderem wegen Volksverhetzung ermittelt. Der 22-Jährige war Anfang des Monats in den Landtag gewählt worden. Die konstituierende Sitzung des neuen Parlaments wurde von dem Fall überschattet. Noch am Abend hob der Landtag Halembas Immunität auf. Auf einer Baustelle in der Hamburger Hafencity sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Ein Bauarbeiter wurde lebensgefährlich verletzt. Laut Behörden stammen die Männer aus Bulgarien. Das Unglück ereignete sich im Rohbau eines Hochhauses. Im 8. Stock war das in einem Fahrstuhlschacht errichtete Baugerüst zusammengebrochen und in die Tiefe gestürzt. Trümmerteile rissen die Männer mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Inflation in Deutschland geht weiter zurück. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt die Schätzung bei 3,8% für den Oktober. Im September lag sie noch bei 4,5%. Entscheidend für den Rückgang waren fallende Energiepreise. Mehr dazu von Markus Görne. Das Auf und Ab beim Ölpreis hat deutliche Auswirkungen auf die Energiepreise in Deutschland. Sie fielen im Oktober um 3,2% innerhalb eines Jahres. Teurer dagegen wurden wieder Lebensmittel, vor allem Obst, Gemüse und auch Brot. Unter dem Strich aber lässt die Teuerung nach. Mit 3,8% ist sie gleichwohl noch ein ganzes Stück von dem erklärten Ziel der Europäischen Zentralbank von 2% entfernt. Freuen dürfen sich Sparer. In der Spitze sind für Festgeldanlagen bis zu 4,75% Zins erreichbar. Auch unter Berücksichtigung der Inflation ist da unterm Strich also ein kleines Plus möglich. Es ist 10 Tage her, als die Ostsee sich das nahm, was sonst über ihr liegt. Strände, Deiche, Straßen, Häuser standen unter Wasser.
Boote versanken im Hafen. Von der Küste Rügens bis hin zur Flensburger Förde. An einigen Orten stand das Wasser seit 100 Jahren nicht mehr so hoch. Und es war nicht nur ein kurzes Hochwasser, es hinterließ auch Millionen Schäden, die Versicherungen jetzt nicht unbedingt alle bezahlen. Lisa Sinowski war dort mittendrin, wo in der Gemeinde Langballig in der Nähe von Flensburg ein Hotel erstmal keine Gäste mehr empfangen kann. Sie zeigen ihrem Sohn heute zum ersten Mal, was das Sturmhochwasser in ihrem Hotel angerichtet hat. Die Toilette ist noch gut, ne? Und der Föhn, aber das war's wohl auch. Das ist wohl hin. Joke ist 9 Jahre alt und mit dem Betrieb seiner Eltern aufgewachsen. Aber gut, bis hier stand das. Kannst du dir das vorstellen? Dann ging mir das ja hier. Fast bis zur Brust ging es dir, stimmt. Aber zum Glück warst du nicht hier. Und auch keine Gäste. Das Hotel hatte wegen Betriebsferien geschlossen. Tina Kulay und Finn Jensen haben es vor 10 Jahren gekauft und komplett renoviert. Fluch und Segen zugleich, ne? So dicht die Ostsee. Es ist immer noch ganz viel Gänsehaut und egal in welchem Zimmer man reingeht und alles, das trifft halt irgendwie anders. Aber es setzt sich halt immer mehr. Ne? Aber mal sehen. Immer noch mit ganz vielen Fragezeichen hat. Ja. Na gut, also ich sehe das ein bisschen so, wir sind ja kein Einzelschicksal, sondern wir sind ja von zwischen Kiel und Flensburg sind so viele abgesoffen auf Hochdeutsch, mit denen wir auch im guten Kontakt stehen. Und da hängen dann auch viele Existenzen dran. Allein an diesem Haus hängen ja ungefähr 15 Festangestellte. Die ersten Gutachter waren schon da und haben den Schaden auf etwa 2 bis 3 Millionen Euro geschätzt. Geld von einer Versicherung bekommen Finn Jensen und Tina Kulay nicht. Ihr Hotel liegt so nah am Meer, dass es nicht gegen Sturmhochwasser versicherbar ist. Und in Langballig kommt noch dazu, dass das Hotel in einer Senke liegt. Vorne einmal von der Ostsee und da hinten haben wir eine wunderbare Au da längs fließen, die normalerweise ja bei uns hier ins Hafenbecken mündet und dann weiter in die Ostsee sich reinschiebt. Aber die Ostsee war so stark, dass sie einfach dieses Wasser zurückgedrückt hat und alles das, was die Au gerne abgeführt hätte, ist dann aufgestaut. Und plötzlich sahen wir aus wie die Plöner Seenplatte. Das Sturmhochwasser hat alle Betriebe an der Küstenlinie in Langballig hart getroffen. Auch der Campingplatz direkt neben dem Hotel, nicht versicherbar, wurde komplett überflutet. Etwa 70 Wohnmobile wurden zerstört, außerdem die gesamte Elektrik und alle sanitären Anlagen. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat Betroffenen an der Küste zwar finanzielle Hilfe versprochen, doch wie die aussieht, ist 1,5 Wochen danach noch nicht klar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, der Schaden alleine wird mich schon wirklich an die Existenzgrenze bringen, was das ist. Aber ich habe, ne, die Banken haben gesagt, komm, wir kriegen da irgendwie was hin, wenn es sein muss irgendwo. Aber natürlich hofft man ein bisschen, dass man nicht jetzt die nächsten 50 Jahre oder was auch immer sich verschulden muss, um den Betrieb zu retten. Die wenigsten Camper konnten ihre Sachen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Einige wohnen zu weit weg, andere haben das Sturmhochwasser schlicht unterschätzt. Alles, was jetzt noch auf dem Platz steht, muss verschrottet werden. Bei uns, wir sollen ja nicht davon leben. Familie Arnold, es ist bedeutend schlimmer. Das ist deren Leben, das ist Lebensaufgabe, ne? Und bei uns ist es auch natürlich traurig nach so vielen Jahren, aber nützt ja nichts. Neben Soforthilfen bauen die Menschen in Langballig vor allem auf mehr Investitionen in den Küstenschutz. Denn aufgeben wollen sie ihren Küstenabschnitt und den Tourismus nicht. Auch bei den Aufräumarbeiten packen alle gemeinsam an. Finn Jensen hilft mit seinem Radlader. Ich bin der Meinung, dass wir gut daran tun, hier uns gegenseitig zu helfen, weil wir dann auch im nächsten Jahr wieder Zahnrad in Zahnrad sozusagen greifen können, damit es funktioniert, sonst wird das nichts. Der Campingplatzbetreiber will im nächsten Jahr wieder aufmachen. Wie es mit dem Hotel weitergeht, wissen Finn Jensen und Tina Kulay noch nicht. Die Schauspielerin Sandra Hüller ist ein Rätsel. Sie wirkt gerade heraus und doch kompliziert. Sie kann verzweifelt und zugleich voller Humor sein, intellektuell und auch albern. Bei ihr lösen sich Gegensätze auf. So hat sich die Thüringerin nach und nach ins internationale Kino gespielt und noch wichtiger, in viele Herzen. Sie berührt
auch wenn das manchmal wehtut, auch in ihrem neuesten Film. In Anatomie eines Falls spielt sie eine Schriftstellerin, die in Verdacht gerät, ihren Mann ermordet zu haben. Ein Werk, preisgekrönt mit der Goldenen Palme von Cannes, und es wird vielleicht nicht der letzte Preis für Sandra Hüller gewesen sein. Klaus Lesche. Sie sagen, in Ihren Romanen vermischen sich immer Wahrheit und Fiktion. Und da will man natürlich rausfinden, was ist was. Möchten Sie? Was ist wahr, was nur gut erfunden? In diesem Moment ahnt die Schriftstellerin Sandra nicht, dass diese Frage bald ihr Leben bestimmen wird. Kurz darauf muss das Interview abgebrochen werden, denn ihr Ehemann Samuel dreht seine Musik so laut auf, dass kein Gespräch mehr möglich ist. Eine Dezibel-Demonstration, denn er mag keine Journalisten im Haus. Das ist Samuel, mein Mann, der arbeitet oben. Eine Stunde später dröhnt die Musik immer noch, doch Samuel ist tot. Der sehbehinderte Sohn Daniel findet ihn im Schnee. Ist der Vater vom Balkon gefallen, gesprungen oder gestoßen worden? Die Ermittler vermuten Totschlag. Sandra kommt nicht in Untersuchungshaft, wird aber angeklagt. Ich habe ihn nicht getötet. Darum geht es doch nicht. Worum es wirklich geht, das macht ihr der Verteidiger klar. Vor Gericht gewinnt die Seite, die den Geschworenen die plausiblere Geschichte anbietet. Regisseurin Justine Triet inszeniert den Prozess als Schauspiel der Wahrheitsfindung mit manchmal makabren Zügen. Unter anderem treten auf zwei Gutachter, die Samuels Sturz vom Balkon mit einer Puppe nachgestellt haben. Sie kommen zu sehr unterschiedlichen Schlüssen. Also, wie man anhand dieser Nachstellung mit der Puppe erkennt, bewirkt ein solcher Aufprall, dass sich der ganze Körper extrem verdreht. Rasch zeigt der Prozess, wie konfliktreich die Beziehung von Sandra und Samuel war. Am Vorabend seines Todes nahm Samuel einen heftigen Streit des Paars auf und speicherte die Tonspur ab, ohne Sandras Wissen. Dabei ohrfeigt sie ihren Mann, eine hässliche Szene, die zu einem gewichtigen Indiz gegen Sandra wird. Wenn man einen extremen Moment erlebt, einen emotionalen Ausbruch, sich nur darauf konzentriert, dann zerstört das wirklich alles. Es mag aussehen wie ein unwiderlegbarer Beweis, aber in Wahrheit verfälscht es alles. Es ist keine Realität, es sind nur unsere Stimmen, es sind nicht wirklich wir. Ja, es ist mir scheißegal, was die Realität ist, okay? Du musst anfangen, dich so zu sehen, wie andere dich wahrnehmen werden. Sandra Hüller spielt die Autorin Sandra als spröde Einzelgängerin, intellektuell kontrolliert, aber doch zu heftigen Gefühlen fähig. Eine vielschichtige Figur, die durch Hüller erst lebendig wird. Der Fall vom Balkon und der Kriminalfall vor Gericht, beides steckt im doppeldeutigen Filmtitel Anatomie eines Falls. Am Ende steht ein Urteil, aber ist es wirklich gerecht oder nur gut begründet? Madame Beute, antworten Sie. Anatomie eines Falls läuft ab Donnerstag in den Kinos. Ja, und dann ist jetzt Sven dran. Morgen klingen ja die Geister und es gibt Süßes oder Saures. Bei welchem Wetter denn? Vanessa, Jesse, welch Freude. Das ist tatsächlich etwas, woran wir uns ja jetzt zuletzt gewöhnt haben. Immer wieder kamen die Tiefs reingezogen, immer wieder die Regengebiete. Auch jetzt ist eins unterwegs. Und so wird das natürlich dann auch morgen sein. Kurz mal schauen wir zurück auf den vergangenen Oktober. Der ist noch nicht ganz rum. Morgen, der gehört ja noch dazu. Aber wir können schon ein bisschen bilanzieren. Die Kollegen des Deutschen Wetterdienstes haben das schon. 2,5 Grad zu warm war dieser Monat, wenn man die gesamte Fläche Deutschlands sich anschaut. Und zwar im Vergleich zum langjährigen Mittel 91 bis 2020, das aktuelle Mittel. Die Verteilung in Sachen Niederschlag war sehr unterschiedlich. Der Süden deutlich zu trocken. Der Norden, da waren die ganzen Tiefs unterwegs, entsprechend zu nass. Nassester Ort übrigens Dornum mit 220 Liter auf den Quadratmeter. Da muss man erstmal hinkommen. Umgekehrt natürlich in Sachen Sonnenschein, da war der Norden dann unterrepräsentiert. Und im Süden gab es immer mehr davon. Kiening, sonnigster Ort mit 169 Stunden. Das also ein bisschen Zahlenbilanz. Jetzt Blick nach vorne und damit wieder auf die Nässe. Und das hier ist das aktuelle Regengebiet, zeigt unser Film, wie es langsam nach Osten und Nordosten zieht. Dahinter von Westen ein paar Auflockerungen. Im Süden hängt das Ganze und im Norden gibt es eine Mischfront. Und die kommt so ein bisschen ins Landesinnere voran. Und hier nachmittags, gerade so Schleswig-Holstein, auch die ostfriesischen Inseln, könnten dann später ein bisschen profitieren. Und dann rückt entsprechend schon das nächste Regengebiet vor. Also die Tiefs sind aktiv. Frühtemperaturen liegen in einem Bereich zwischen 7 und 11 Grad, in der Lausitz um 13. Morgen Nachmittag, die Werte befinden sich dann in einem Bereich im Norden, nur noch von 7 bis 9 Grad. Durch diese Front, die reinzieht, den Wind auf Nord drehen lässt, gehen die Temperaturen runter.
ansonsten 10 bis 15 Grad. Und das hier, das sind die Aussichten. Was man sehen kann, wenn ich zur Seite trete, ist der Feiertag im Süden, Allerheiligen im Süden und Westen Feiertag. Da ist es dann wirklich sehr freundlich bis 18 Grad. Sonst kommt von Westen der nächste Regen rein und ist dann Donnerstag unterwegs. Da gibt es vorher dann noch mal Werte in der Osthälfte von bis zu 17 Grad. Aber dann frischt im Westen der Wind immer mehr auf. Das heißt, Jesse, man kann zusammenfassen, wechselhaft. Danke, Sven Plöger. Tja, und wir sind durch. Das Erste macht weiter mit ARD Wissen. Darin Bemerkenswertes über Chemikalien, die unsere Leben leichter, aber auch krank machen können. Morgen sehen Sie mich gleich nochmal, wenn Sie mögen. Für heute. Tschüss. Also ich mag. Tschüss.